Karlsruhe klingt und heute klingt Karlsruhe ganz besonders, denn heute ist Music to Go, ein Projekt der Hochschule für Musik. Die Studenten der Hochschule spielen an ungewöhnlichen Orten der Stadt und das Ganze ist umsonst. Ich gehe und schaue mir das an. Die Musikhochschule präsentiert sich einmal in der Mitte der Stadt an ganz ungewöhnlichen Orten, bringt damit auch nochmal die Musik und vor allem auch ihre eigenen Fähigkeiten Menschen näher, die vielleicht üblicherweise nicht auf den Campus der Musikhochschule gehen oder in klassische Konzertsäle. Damit kommen die Studierenden stärker mit der Bevölkerung zusammen, die Bevölkerung stärker mit den Studierenden und man spürt gemeinsam, dass die Musikhochschule ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Stadt ist und das ist natürlich für ein OB immer eine tolle Sache. Wenn man einfach sieht, dass wir Menschen plötzlich mit unserer Musik überraschen, die vielleicht gerade beim Shoppen sind, die im Café sitzen, die es gar nicht erwarten, dass plötzlich Musik kommt und sich anrühren lassen und begeistert sind und sagen, was ist das, wer spielt da und von daher einfach auch Musik kennenlernen. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. War eine gute Stimmung hier, das Publikum war klasse und wir hatten auch riesen Spaß und das Wetter hat zum Glück mitgespielt, die ganze Zeit hat es ja geregnet und pünktlich zu unserem Auftritt kam dann doch die Sonne raus, das war super. Wir sind absichtlich hergekommen, ich habe meine Tochter abgeholt von der Arbeit. Und jetzt gehen wir herum und schauen, was uns interessiert. Ich war vor 3 Jahren, habe ich schon mal, bin ich zufällig drüber gestolpert und hat mich so beeindruckt, dass wir das dann abgepasst haben. Die Schwiegermutter wohnt auch hier, aber ansonsten sind wir extra angereist, kann man sagen. Und hat es Ihnen gefallen? Ja, ich bin begeistert. Beeindruckt und begeistert. Wir waren zufällig hier in der Nähe, also wir wussten es eigentlich gar nicht so richtig und haben dann den Flyer bekommen und dann sind wir mal vorbeigekommen. Waren Sie schon öfters auf Music to Go? Nein, immer wieder verpasst oder keine Zeit gehabt und heute hat es gepasst und wir waren da. Ein spannender wie auch musikalischer Tag geht zu Ende für die Stadt Karlsruhe. Aber bevor er zu Ende geht, gibt es noch ein besonderes Hörerlebnis hier im Effektedom. Hier spielt das Computerstudio. Normalerweise werden ja Töne durch Instrumente erzeugt, aber hier ist das anders, eben mit Computern. Und damit verabschiede ich mich.